Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival Folge 4 Staffel 3. So, erstmal eben schnell den Pickup entladen. Hier mal ein bisschen Zeugs unterbringen kann in meiner Bude. Wo ich immer noch nicht richtig rein und rauslatschen kann, das nervt ja auch ein bisschen. Wo ich jetzt was genau hinstelle, weiß ich noch gar nicht. Ich will auf jeden Fall erstmal hier ein paar Zäune setzen, dass unsere Scheune hier mal safe ist des Nachts und ich hier mal vernünftig durchschlafen kann. Ich hoffe, das funktioniert auch. So, warte mal, Baumenü. Kommt schon mal ein Tor rein, ne? Hier so ein... So. Nee, nee. So, bitte. Richtig, ein Hammer, ne? Den habe ich wahrscheinlich jetzt nicht dabei. Doch, habe ich. Sehr gut. Hoppla. Warte. So. Nummer 1, das sieht ja mal ganz gut aus. Sollte soweit sicher sein. Hier drüben auf der Seite bitte dasselbe. Ja, so würde ich sagen. Jetzt könnte schon knapp werden, dass ich es hier noch fertig bekomme. Hier mache ich auch ein Tor und einen Zaun erstmal. Ich weiß nicht, ob ich ein großes Gate da noch reinstopfen will. Ja, mal gucken, was kostet das. Zwei Baumstämme und 20 Metal Scraps nochmal. Ih, ein bisschen ekelig. Zwei Baumstämme. Hole ich mir eben nochmal von da drüben. Überhaupt noch so viel Platz? Gerade so. Und dann setzen wir gleich ein großes Gate noch rein. Das wäre mir lieber. Dann schießen wir auch nochmal los die Folge mit dem Auto, holen nochmal ein bisschen Benzin ab. Und hier eigentlich durchs Fenster auch rein. Das muss ich nochmal ausprobieren, das Ganze. Ich bin mal gespannt, wie safe ich hier dann bin. So, du brauchst ja noch. So, warte mal. Ich schmeiße erstmal ein paar Sachen rein, die ich jetzt nicht direkt brauche. Sortieren kann ich ja später immer noch. Komponenten brauche ich, glaube ich, ne? Nägel eher nicht. X auch nicht. Hier Federn, naja. Leere Pulle, Baseballschläger, kann erstmal alles hier bleiben. Essen müssen wir gleich noch. Und trinken. So. Ich glaube, das sieht erstmal ganz gut aus. Gehen wir nochmal eben hoch. Wir müssten eigentlich noch irgendwo ganz ordentlich Metal Scraps rumfliegen. Wie viel habe ich denn jetzt? 10 gerade mal. Aha. Ja, würde ich nochmal investieren, ne? War gar nicht unbedingt Not, hier so ein großes Gate noch drin. Wurscht. Wir können ja die Seitentüren nutzen.
rein und raus zu laufen. So. Ja, mach mal so, das wird schon passen. Und klöppel das mal zusammen. Sehr gut. Passt ja richtig gut hier rein, das Ding. Von innen sieht's gut aus. Okay, dann sind wir soweit safe. Dann lass mal den Rest von dem Kram nochmal eben hier. Dann schießen wir nämlich gleich nochmal los. Machen eine kleine Tour. Durst habe ich wie sonst was. Mal satt futtern und dann. Sehr gut. Dann will ich gleich nochmal schnell gucken, was ich für diesen Wasser aufbereite. Ich muss irgendwie einen Eimer auftreiben. Der Rest sollte kein Problem sein. Vielleicht kann ich unterwegs sogar noch mal ein Fass abgreifen. Bin mal gespannt, ob ich jetzt hier schon safe bin in meiner Bude. Ja, das Ganze lassen. Haben wir noch genug Platz für ein bisschen Loot? Auf jeden Fall. Würde ich sagen, schießen mal los. Auf zur Straße. Aufpassen ein bisschen wegen dem Banditenlager jetzt oben an der Straße. Ich teste mir gleich mein schönes neues Auto demolieren. Dann muss ich ein bisschen gucken, dass der Bär mich nicht platt macht. Ich sehe und höre schon mal keinen Bären. Das vorerst nicht. Hat ja nichts zu heißen. Sehr gut. Sprit damit. Und wenn du jetzt Bär hörst, dann flitzt zurück zu deinem Auto. Möglichst schnell. Mist war auch noch nicht, könnte auch noch kommen. Muss man auch ein bisschen aufpassen. So, dann schlage ich mich nochmal ganz kurz hier rüber zum Campingplatz. Da war noch so einiges, was ich unbedingt haben wollte. Zum einen zwei Lashings und noch eine neue Axt, eine frische. Jo. Zweimal, wunderbar. Was haben wir hier noch? Leere Pulle. Jetzt alles mitgenommen. Und auf dem Wohnwagen waren wir auch noch nicht drauf. Da könnte auch noch eine kleine Überraschung liegen. Hinten war, glaube ich, noch die Axt, ne? Jo, her damit. Hier hat man ja nur einen ganz kurzen Abstecher. Hier liegt schon mal nichts drauf. Aber da hinten gucken wir auf jeden Fall nochmal.
bisschen Leergut nehmen wir noch mit. Hier war noch Munition. Hier liegt noch ein Tuch rum. Dass hier nichts verkommt, so. Hier noch was? Jo, haben wir Metal Scraps, sehr gut. Okay, lass mal auf den Wohnwagen gucken. Liegt hier noch was im Müll? Ja, nochmal ein Rack. Aha, sehr gut. Ein Rucksack-Upgrade. Nehme ich sehr gerne mit. Kann ich mich auch gar nicht wirklich dran entsinnen, dass das hier oben lag. Ich kann mich aber auch täuschen. Weil die sind ja eigentlich fix, die Teile, ne? Die Upgrades für deinen Rucksack. Dachte ich zumindest. Okay, dann biegen wir gleich hier nochmal ein. So. Ja, das täuscht, kommen wir hier auch nochmal zu einem einsam verlassenen Haus. Ja, genau. Hier wäre vielleicht sogar auch nochmal ein Platz gewesen, wo ich mich hätte niederlassen können. Durchfahren können, dann brauchst du nicht so weit schleppen. Den schon mal zwei Lampen. Auf jeden Fall am wichtigsten sind die beiden Fässer. Die nehme ich schon mal mit, die brauchen wir nicht bauen, die Teile. Die stehen hier schon mal so rum. Klemmen wir uns gleich mal aufs Auto. Kenne ich nichts. Nehme ich mit. Kriege ich da auch beide drauf in einer Tour? Ich weiß es gar nicht mehr. Nicht, dass mein Auto gleich wieder... Ne, so wird es wohl nichts werden. So. Ja, passt schon irgendwie, ne? Gucken, was wir hier für ein Loot noch im Haus haben. Ah, ein Spinn steht hier auch noch drin. Nochmal zwei Lashings, sehr geil. Gut, bringe ich raus, ne? Na, hängt wieder. Ja schon mal richtig gut beladen. Ich denn hier vorne? Ja, hier kriegt er noch einen Spind hin. Sehr gut. Passt hoffentlich. Hier vorne noch ist fast drauf, ne? Ein bisschen ordentlicher hätte ich schon stellen können. Mal ganz ehrlich sagen. Mal gucken, ob es noch drauf passt. Ich glaube, ich habe kein Brecheisen mit. Ich hoffe, die Tür da ist nicht zu. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Ah. Ist offen. Ja, toll. Hier ist natürlich auch nicht allzu viel zu holen. Naja, gut. Haben wir das ja auch schon erledigt. Hm? Könntest du noch ein Auto klein hatten? Ah, hier hast du nochmal ordentlich Platz, ne? Hier hast du nochmal die eine oder andere Cabin hingestellt.
Mehr selbstgebaute. Dann hätte sie auch eine kleine, schöne, abgeschiedene Wohnsiedlung quasi bauen können für Rachel, Scotty und Kate. So schlecht ist der Platz hier auch nicht. Allerdings wäre hier, glaube ich, ein Wasserproblem gewesen, ne? Müssen wir mal gucken. Ist jetzt an der Scheune auch nicht viel besser. Gut, da ist ein kleiner See in der Nähe. Okay, ich glaube, wir haben es schon. Müsste eigentlich noch irgendwo... So, warte mal. Naja, es bleibt alles drauf stehen, ne? Wunderbar. Müsste irgendwo noch so ein Hochstand sein in der Nähe, glaube ich. Hier vorne sogar schon. Oder? Ich weiß nicht mehr, wo der war. Ich glaube, hier links rum. Ja, wir werden es schon finden. Guck mal lieber nach vorne. Nee. Ich weiß es nicht mehr. Hier oben, ne? Da ist er doch. Kommen wir da von hier hoch? Ja, das müsste funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, ich hoffe, hier ist kein Bär. Hier ist sogar noch ein Reifen. Nehme ich mit. Munition sowieso. Ja, ein kleines Literchen Benzin. Schlürfe ich da auch noch raus. So. Sonst ist hier nichts, ne? Also. Außer dem Müll, der hier rumliegt. Ach doch, einmal. Clay wäre hier wahrscheinlich noch. Weiß nicht, ob ich später überhaupt mal Beete machen will. Ah, hier liegt noch ein Hammer rum, den nehme ich mit. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Platz jetzt für oben, die. Hoffentlich 1000 Teile, die ich da looten kann. Noch ein Rucksack. Ja, jetzt wird es doch langsam. Ein Messer. Guck mal, noch eine Flasche. Sehr gut. Koffer noch mit. Ja, besser ist wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich musste sogar, wenn hier noch Loot drin ist. Und mit den Schränken habe ich nicht immer so ein Glück. Okay, sehr gut. Kurz die Lampe anmachen. Nicht, dass ich irgendwas hier liegen lasse. Aber ich glaube, ich habe alles.
den Ausblick genießen. Koffer mal rausholen schon mal. Ey, was ist denn mit dir? Ja, widerspenstig. Tür kann ich natürlich jetzt nicht zumachen. So. Alles klar. Haben wir den auch schon leer geräumt? Wollen wir den da runter? Kommst du doch besser hier die Leiter runter, Mensch. So. Auf 3 habe ich die Axt. Bisschen Clay nehme ich mal mit. Oh. Vielleicht brauche ich ja tatsächlich mal was für so ein Beet. Weiß ich noch nicht so genau, wie ich das bei uns zu Hause dann einrichten will. Wenn wir dann mal Samen finden, das kann ja auch noch ein bisschen dauern. So. Oh, nix wie weg hier, ne? Ich glaube, ich habe alles. Auch nichts weiter rum. Alles klar. Mal gespannt, ob ich den Koffer überhaupt noch mitkriege. Mit. Dann nehme ich das Auto hier noch mit. Komm. In die Ecke wird es mich wohl nicht mehr allzu oft verschlagen. So, mein lieber Pickup. Wo kriege ich denn hier noch ein Köfferchen drauf? Da doch bestimmt. Warum dich hält es? Fahr mal ein Stück. Hä? Fährt denn der so langsam? Bin ich jetzt tatsächlich so überladen schon, oder was? Mal gucken, ob der Koffer jetzt hier noch in der Luft schwebt. Ah, vorwärts geht's besser. Alles klar. Und hier ist noch der nächste. Der nächste Krams zum Einsacken. Bisschen Platz habe ich ja noch. Der Koffer noch da. Jo. Hm, ja, ein paar Baumstämme, aber die brauche ich jetzt glaube ich nicht mitnehmen. Nee, nee, lass mal hier liegen. Gucken wir lieber, was hier noch so rumfliegt. Ja, noch ein Auto zum Klarmachen. Zündkerze. Und ein bisschen Sprit. So, 5 Liter. Das lohnt sich ja fast schon mal wieder. Da könnte man ja noch mal ein bisschen was nachfüllen. In unseren Tank. Yay, noch ein Reifen. Nichts drauf. Ich glaube nicht, dass ich hier was übersehen habe. Außer die Blaubeere, die kannst du erstmal behalten. Okay, dann geht's mal mit unserem vollgepackten Transporter hier mal weiter. Upsala. Nee, nee, bleib ruhig sitzen beim Fahren. Das meistens ist besser. So, dann wird es allerdings hier jetzt auch ein bisschen heikel. Kann man. Ist hier eigentlich irgendwo noch ein Shelter? Müsste eigentlich. Was war denn das eben für ein Geräusch?
So, hier unten müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Hier kommst du nämlich bei den Banditen rum. Da sollten wir lieber mal zügig dran vorbeiziehen. Wow. Alter, die waren ja fix unterwegs jetzt hier. Die Jungs. Scheiße, haben sie mir glatt einen verpoolt. Ich hoffe nicht allzu schlimm. Wir fahren hier mitten drüber. So. Erstmal mein Krams nach Hause. Würde ich sagen. Laden das Auto aus. Noch ein Pickup hier oben. Ach ja, an der Garage tatsächlich. Oh, 1 Liter nur noch. Ist der Spritverbrauch gestiegen? Schon 1 Liter verfahren hier. Also mit dem Rückwärtsgang, das klappt nicht so gut. Möglich, weil ich so extremst überladen bin. Doch, ich muss hier rein, ne? Oh, nein, nein, nein. Scheiße. Hast du das gesehen? Wie der Arsch hier nach oben geht? Ich weiß nicht warum, aber... Dann biegt man hier schnell ein und gut ist... Jetzt hier noch die Hälfte von meinem Blut verliere. Muss hier oben lang, ne? Und dann nächste links. Sehr gut. Das sieht gut aus. Alles klar. So, Taschenlampe kannst du mal ausknipsen. Sehr gut. Da können wir uns schon mal ein bisschen einrichten. Ich werde auch ein paar Teile werde ich mit Sicherheit auch mal bauen. Aber was wir jetzt so easy mal mitnehmen können, das organisiere ich natürlich mal. Für unsere Base. Dann würde ich sagen, ich räume alles gepflegt aus. Will ich mir im Vorwege schon mal, dass ich hier nicht drüber komme, ist ein Drama. Wie ich das hier unten so ein bisschen einrichten will. Und dann sehen wir uns zur nächsten Nacht auf jeden Fall mal wieder. Ich würde nämlich gerne wissen, wie safe die Base hier ist. Doch irgendwie gerade 44 Grad. Könnte auch sein, dass gleich nochmal ein Nebel kommt. Gucken wir uns da mal zusammen an, ne? Ob das hier was taugt oder ob es dann, ob wir doch nochmal umziehen müssen. Weil wenn hier drin Zombies spawnen, das fände ich dann schon mal nicht so witzig. Hier hätte ich schon ganz gerne meine Ruhe. Abgesichert haben wir ja erstmal im Großen und Ganzen. Hühnerzaun. Vorne und hinten ein großes Gate und hier ist dann auch nochmal per Zäunchen abgesichert. Da können wir vielleicht auch ein bisschen farmen. Die Zombies hier mal vorbeischauen. So, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, ihr hattet Spaß an der Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mist Survival. Im nächsten Adventstürchen quasi. Dann, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.